Hey Leute, ich bin's wieder, Vollpfosten, die TLT, willkommen zu einem neuen Video, und zwar heute mit Trackmania Nations Forever. Download-Link in der Beschreibung. Und zwar geht es in diesem Spiel drum, ihr seht, man fährt hier so ein Auto auf so selbstgebauten Parcours und muss einfach versuchen, der Schnellste zu sein. Ja. Und ich habe in Trackmania ausgesucht, weil man dazu einfach chillig labern kann. Beziehungsweise, weil gerade eben habe ich Besiege aufgenommen, weil es neue Level gibt, aber es ist schon wieder abgestürzt. Und dann dachte ich mir, ich nehme jetzt ein bisschen Trackmania auf, weil ich eben auch, wie gesagt, ein bisschen was anzusprechen habe. Und zwar kam in letzter Zeit ein bisschen weniger was an Videos, aus dem Grund, dass ich einfach keinen Bock hatte. Weil ich ein bisschen Stress habe mit Schulaufgaben und Schule und hier und da, und hatte ich einfach keinen Bock. So. Beziehungsweise es war gar nicht die Lust, nicht aufzunehmen, sondern ich dachte mir so, ja komm, geil, jetzt nimmst du auf. Aber war es so, wo ich wusste, ich habe jetzt echt so gar keinen Bock, hier eine halbe Stunde in das Mikro reinzulabern und dann danach wieder schneiden zu müssen. So, und das war echt das, warum ich nicht wirklich was gemacht habe. So, außerdem, es ist Sache 1 gewesen. Eine andere Sache ist, wegen Videos generell. Ich habe vor, so gut wie ich es hinkriege, dienstags was hochzuladen, weil dienstags so ein relativ freier Tag ist, wo ich nicht wirklich was vorhab, und dann eben am Wochenende, samstags oder sonntags, mehrere Videos vielleicht. So, das ist der Plan, dass mindestens ungefähr 2 Videos in der Woche kommen. Wann kann ich da nicht sagen, weil ich halt dienstags, da auch, dass das eigentlich mein einzigster freier Tag ist, ich da auch was eingeplant habe an irgendwelchen Terminen. So, dann zum anderen. Wer es vielleicht gemerkt hat, es gab keinen Minecraft-Häcksler mehr. Aus dem Grund, dass das Projekt beendet wurde. Kurz nachdem die letzte Folge war, habe ich irgendwie noch 2 Tage gespielt und hatte irgendwie keine mehr so wirklich Bock drauf. Drum haben wir das dann beendet. Der Server ist auch schon längst ausgelaufen. Beziehungsweise spiele ich da jetzt noch privat drauf im Vanilla. Ja, also Minecraft-Häcksler ist gestorben. Und dann noch ein anderes Ding. Generell Minecraft. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall keine Lust, Minecraft hochzuladen. Dauernd. Beziehungsweise so gut wie gar nicht, weil ich einfach kein so scheiß Minecraft-Channel sein will. Ich habe genug andere geile Games, die ich spielen kann und will. Müsste ich mir nur bald, was auch bald sein wird, eine gescheite Grafikkarte nochmal anschaffen. Dass ich einfach ein bisschen besser aufnehmen kann. Ja. Viel mehr gibt es da ich nicht zu sagen. Ich habe jetzt eigentlich alles gesagt, was ich glaube gesagt habe. Dann gibt es vielleicht bald Vlogs, also Vlogs in Anführungsstrichen, also so, ich habe ein Longboard, so einfach so ein paar Longboard-Vlogs, wenn ich irgendwo rumfahre, so ein bisschen ein paar Landschaftsbilder oder so, weil ich mir zum Geburtstag eine Kennenlegria holen will, oder wünschen will, besser gesagt. Und ich glaube, viel mehr an Infos habe ich gerade gar nicht mehr, vielleicht fällt mir noch irgendwas ein. Dann kann ich euch schon mal sagen, die Musik, die hier im Hintergrund läuft, findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Das wird nämlich, ich habe es jetzt zwar noch nicht geschnitten, aber ich denke, dass ich die Musik nehme von dem lieben Vorsicht. Den findet ihr verlinkt unten, beziehungsweise das eine Lied von dem lieben Rim. Weil die zwei haben jetzt auch beide Songs hochgeladen, die man frei benutzen kann, die einfach saugeil sind. Beziehungsweise die andere Musik, die ihr in diesem Video vermutlich finden werdet, ist YouTube Audio Library. Wobei ich nicht weiß, inwiefern die funktioniert. War ein Lied von den beiden ist 4 Minuten lang, beziehungsweise 3, und so lange geht er allein eine Runde. So. Ah, habe ich schon verschissen. Achso, übrigens habe ich gerade gesagt, ich spiele auf der Spaßarena. Ja, ich bin gerade AFK gegangen. Das hat einen guten Grund. Den Tipp kann ich geben, und zwar, wenn ihr immer so ungefähr 10 Sekunden vor Ende / AFK macht, also AFK geht, und euch kurz dann somit könnt ihr quasi durchspielen, so, weil man das Problem hat, dass wenn man Freezone ist, boah, ich krieg's gerade nicht hin,
Weil Trackmania in der Nations Forever kann man sich kaufen bzw. einfach nur so spielen. Wenn man es jetzt so macht wie ich, nur sich heruntergeladen hat, kostenlos, muss man alle 5 Rennen oder so eine Runde aussetzen quasi. Und wenn ich jetzt Enter drücke, bin ich wieder drin und über dieses AFK kann man das umgehen. Ich sehe es nicht als Cheating, ich sehe es als... Ich kann das Spiel spielen, ohne dass ich Geld dafür ausgebe. Ja. Oder so. Ja. Also die Runde spielen wir noch, dann sind wir bei Gott 10 Minuten und das reicht dann auch. Was ist die Map schon wieder? Ich kenne die alle, das ist voll langweilig. Als ich gestern gespielt habe, dann kamen die ganzen Maps auch schon. Ach man, ist das langweilig. Ich will nicht mehr. It's all about the money, it's all about the base. Also ich kann euch das Spiel nur empfehlen, mir macht es richtig viel Bock. Aber ich sage schon mal, ich garantiere da nicht für kaputte Keyboards. Weil das Spiel kann einen schon leicht ausrasten lassen, aber nur leicht. Also manchmal, wie jetzt, wenn man dann die ganze Zeit den gleichen Fehler macht, könnte man manchmal so können, dieses Keyboard kaputt schlagen. Aber das kann ja das Keyboard nichts dafür, weil ihr zu schlecht seid zum Spielen. Eigentlich, trotzdem akzeptiert es keiner. Ach stimmt, das war der Scheiß, jetzt weiß ich's wieder. Yes, all about the... Oh, ich hab Orwo. Es gibt auch Musik, wie ihr gerade seht, es kommt gerade Treading Waters von Alex Clare. Aber da ich nicht weiß, inwiefern ich da GEMA Probleme krieg, lasse ich das lieber. Geil. Oh Mann, ich bin schon wieder leicht angepirscht. Was ich gleich verstehen kann, weil eigentlich bin ich so ein bisschen gut drauf. Ich bin um 11 aufgestanden, deshalb ist kurz vor 5. So, ja, ich bin zugegen kurz vor 12 Uhr so aufgestanden. Dann habe ich gefrühstückt. Dann kam mir schon um 1 die Formel 1, beziehungsweise der Vorbericht. Um 2 war dann das Rennen aus Barcelona. Das Rennen war interessant. Ja, doch, war relativ interessant. Rosberg ist ja von der Pole losgefahren, ist dann auch endlich mal Erster geworden und konnte Lewis Hamilton hinter sich lassen. Vettel war dann eine Zeit lang auf 2. Aber hat dann am Ende wegen der Strategie her nicht mehr geschafft, Hamilton hinter sich zu lassen, weil Mercedes einfach die schnellsten Autos hat in der Formel 1, muss man einfach so sagen. Ja. Ich weiß nicht warum, aber ich bin mittlerweile einfach so übelst der Formel 1 Freak. Ich weiß nicht, wie es dazu kam. Auf einmal habe ich es einfach richtig gefeiert. Nein! Ja, ich habe auch selber Formel 1 2013. Ich bin mir nicht, ich habe auch, ja, so, ich fange noch mit dem Satz von vorne an. Ich habe Formel 1 2013, weil ich nicht so wirklich gut drin bin im Spiel. Darum sage ich mir, ich brauche mir nicht das 2014er kaufen, weil ich das unnötig finde. Ja, ich brauche es einfach nicht, weil wofür soll ich mir jetzt die neuen Versionen kaufen, wenn ich das andere nicht schon nicht kann? Dann kann ich auf die eine neue Map bzw. die neuen Grafik-Settings scheißen. Finde ich. Ja. Ich habe eben schon überlegt, ob ich es vielleicht mal Let's Play. Ich spiele nämlich mit Lenkrad. Vielleicht Let's Play ist ja mal. Da war ich mir aber selber noch nicht so ganz sicher, ob ich das tun werde. Und Bam! Weiter. Ja, jetzt sind wir auch bei knackigen 9 Minuten. Also mal schauen, ich glaube eigentlich schon wieder gerade nur Scheiße. Ich merke, dass ich eine Zeit lang nicht aufgenommen habe, da kommt man so ein bisschen aus dem Flow raus. Aber die wichtigsten Infos habe ich euch eigentlich gesagt. Und es ist auch noch eine Minute, dann habt ihr das überstanden. Dann habt ihr mich wieder los. Dann, was ich euch auch versprechen kann, es wird Stronghold auf jeden Fall wiederkommen, wenn ihr schaut, weil ich gerne das Stronghold Let's Play anfangen würde. Also nicht das die Story durchspielen, sondern ich hätte eher Bock drauf, eigene Gefechte zu machen und die quasi zu spielen. Das finde ich nämlich viel interessanter als die Story. Dass ich mir sage,
dass ich mir die alle vorher nicht sage, zuerst kämpfe ich gegen Arthur, dann gegen Lancelot, dann gegen Siegfried, also alles in der Reihenfolge nach und dann werden es immer mehr, dann spiele ich mal gegen 2 gleichzeitig, dann gegen 4 gleichzeitig. Und ich kann euch sagen, wenn ich gegen 4 gleichzeitig spiele, wenn es so weit kommen sollte, das wären viele Parts. Weil ich habe letztes Mal gegen 4 gespielt und das war so ein Horrortrip. Ich habe da bestimmt irgendwie 3 Tage bin ich davor gesessen, also nicht am Stück, aber ich habe so dann täglich vielleicht so 1 bis 2 Stunden gespielt. Also ich habe wirklich gut lang gespielt und jetzt ist es auch schon vorbei. Ich habe es noch geplatzt auf Platz 3, wurde das Ganze mit Fantastic. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr auch bitte einen Daumen nach oben da lassen oder eine Bewertung, einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Ich habe gesagt, was ich sagen wollte, ab jetzt schaue ich, dass ich wieder regelmäßiger was hochlade, weil die Motivation jetzt vielleicht ein bisschen steigt und so. Und von dem her sage ich, bis bald, haut's rein, euer Vorpostner, die TAD-Tilität. Tschüssi!